Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute geht es ein bisschen um den Garten. Und zwar habe ich ja schon Pflanzen vorgezogen. Ich habe euch das ja gezeigt, dass ich mit der Chili diesmal pünktlich angefangen habe. Wir haben hier einmal die Chili Feuerkuss. Dann haben wir die Baumchili, die beide tatsächlich auch im Haus überwintern können. Das fand ich super interessant an diesen Chilis. Und ich habe auch Paprika vorgezogen und die sind sehr schön gekommen. Das ist die Hups, die Sweet Julie. Jetzt sind die Kätzchen hier losgeflogen. Eine Woche schaffen die doch hoffentlich noch. Die Paprika Sweet Chili finde ich sieht besonders gut aus. Bin sehr gespannt, wie die dann schmecken wird. Und ihr seht es an der Erde, also die ist ziemlich feucht. Das ist also auch gut zum Pikieren. Die muss recht feucht sein, denn wenn sie trocken ist, könnte man die Wurzeln verletzen. Und die braucht jetzt unbedingt ein bisschen mehr Platz. Bei der Baumchili könnte ich noch warten, aber jetzt, wo ich dann dabei bin und ich glaube auch, da keimt nichts anderes mehr, habe ich nur zwei Pflänzchen. Die bekommen jetzt auch ihren Platz. Das ist besser so. Und dann habe ich hier in einer Tasse, die ich eigentlich bei Minibag im Laden hatte, die mir kaputt gegangen ist, habe ich glaube, dass es eine Schwammgurke ist. Bin mir nicht sicher. Ich pull das hier mal ein bisschen auf, dass ihr das sehen könnt. Ich war noch nicht mal sicher, ist das jetzt ein Lichtkeimer? Muss ich das bedecken? Denn ich habe es nicht beschriftet und wusste nicht mehr, was für ein Samen das ist. Und ich habe keine Ahnung. Es ist irgendein exotisches Obst oder Gemüse, weil es mir irgendwie wichtig war, es zu behalten. Aber ich habe keine Ahnung, ob das was ist, was ich im Supermarkt gesammelt habe oder ob das eine von meinen Schwammgurken war. So sieht es aber eigentlich nicht aus. Der Kern sieht größer aus. Es ist gekeimt. Ich werde es weiterhin mal hochziehen und dann ist es sehr, sehr spannend, was es eigentlich werden wird. Es heißt ja, im Idealfall soll man Chilis und Paprika und überhaupt die Pflanzen pikieren, wenn das zweite Blattpaar sich zeigt. Also das ist halt hier ansatzweise so ein kleines bisschen, ist noch nicht ganz so weit, aber weil es halt wirklich wenig Erde in diesen Töpfchen ist, denke ich, ist es okay und wir machen das so. Schon mal gemacht. Also es werden genug durchkommen, bin ich mir ziemlich sicher. Tomaten, mein Lieblingsgemüse, das habe ich noch nicht ausgesät. Da warte ich noch. Im letzten Jahr hat das wunderbar funktioniert. Und ich hatte ganz tolle Tomaten, so relativ kleinbleibende Fleischtomaten. Die waren sehr, sehr lecker. Wir schauen dann mal. Also ich gucke auch gleich nochmal in meine Sämereien rein, was alles da so ist und dass ich da so ein bisschen planen kann, weil letztes Jahr war es dann doch so, dass es so verregnet war und ich eigentlich unheimlich viel vorhatte, an Gemüse anzubauen und es irgendwie gar nicht so funktioniert hatte, einmal wegen des Regens und einmal auch, weil ich wahrscheinlich nicht so gut genug geplant habe. Und jetzt gehen wir mal die Sämereien durch, die ich habe. Es sind auch teils alte Sachen dabei, so von 2021 noch. Da wird aber auch noch was keimen. Und dann schauen wir uns mal an, was ich wann aussehen kann und auch wo. Es ist jetzt schon nach 4. Ich hatte heute Vormittag noch einen Termin und heute Mittag auch keine Zeit zum Drehen und zum Garten. Aber das Wetter ist noch so schön, dass wir jetzt in den Garten einmal gehen, uns einmal so ein bisschen umgucken, wo was hinkommt. Und dann pikieren wir draußen und dann gucken wir uns noch die Sämereien an. Hier seht ihr die Kleinen nochmal. Also super gesund und die brauchen jetzt unbedingt ein bisschen mehr Erde. Und hier das Überraschungspaket. Ich mache nochmal ein bisschen mehr auf. Da seht ihr. Es keimt. Vielleicht weiß ja jemand von euch, was für ein Samen das ist. Ich vermute gar nicht, dass das eine Schwammgurke ist. Also ein Luferschwamm. Hatte ich vorletztes Jahr, es hat gut geklappt und in diesem Jahr hat einfach nicht, also im letzten Jahr hat einfach nichts geklappt wegen des Regens. Es war eine so starke Feuchtigkeit und die Schnecken haben mir ja auch bei ganz, ganz vielen Sachen, besonders bei den Kürbissen, da einen Strich draus gemacht, denn die haben die Pflanzen schon ganz jung am Stiel abgefressen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen trockener wird und mäßiger regnet. Ab nach draußen. Hier ist gleich mein Tomatendach. Bilbo schaut auch schon, was wir machen.
Ja, hier habe ich auch noch gar nicht sauber gemacht. Ich finde bei Tomaten ja mal super praktisch, dass man die Erde nicht austauschen muss. Die dürfen wirklich in der Erde von ihren Vorgängern stehen bleiben. Ich dünge die dann immer noch ein bisschen auf. Also ich befreie die jetzt vom Unkraut dann die nächsten Tage und dünge die Erde noch ein bisschen auf und dann werde ich auch gießen. Hier hat sich, ja, Stockrosen haben sich hier angesiedelt. Die siedeln sich hier überall an. Die habe ich mitgebracht und ich liebe wilde Stockrosen, also die so wild wachsen und die keine so geschlossenen Blüten haben. Im Baumarkt bekommt man ja auch viel Stockrosen, aber die haben immer diese dichten Blüten, wo die Insekten gar nicht reinkommen. Und diese Stockrosen, die haben wirklich schöne offene Blüten. Deswegen dürfen die hier in meinem Garten wachsen, wo sie wollen. Bei den Tomaten ist natürlich jetzt nicht so gut. Vielleicht kann ich die noch umsiedeln. Und ja, in so einem Kübel habe ich dann immer so zwei, manchmal drei Tomatenpflanzen, je nachdem, wie groß die werden. Und in den kleineren Kübeln dann jeweils eine. Und hier drin dann auch zwei bis drei, je nachdem, was für eine Art es ist. Dann wäre noch das Kräuterbeet mehr oder weniger zu bestücken. Da muss ich unbedingt bei. Das ist so richtig voll mit Minze. Und so viel Minze brauche ich eigentlich gar nicht. Aber wie ihr seht hier, der Rosmarin, der hat auch wirklich, ja, der ist riesengroß und ich mag ihn gerne. Also der darf gerne so verholzen und groß sein. Und ab und zu, wenn ich mir mal ein Steak brate oder so, ich bin ja kein Vegetarier, da schmeckt das schon ganz toll, so ein Rosmarin aus dem Garten. Braucht natürlich auch nicht so eine Menge, aber ist ja einfach eine wunderschöne Pflanze. Und ja, darf hier bleiben, da gehe ich nicht bei, aber ein bisschen die Minze eindämmen werde ich. Schön wäre ja, wenn sie hier ist. Da ist sogar eine Sperre, die ich hier mal eingebaut habe unter den Steinen, denn Minze wächst ja wirklich dann auch so, ja, wie so ein Pilz dann hier durch. Aber es hilft überhaupt nichts. Minze findet ihren Weg überall hin. Und oh, da sehe ich gerade, ja, hier stürmt es so viel. Das Töpfchen hole ich hier mal raus. Das ist der kleine Mini-Teich. Und im vorletzten Jahr hat hier eine Kröte gewohnt und ich habe vor ein paar Tagen abends, als ich mit dem Hund im Garten war, wieder eine Kröte gesehen. Ob das die Nachfahren sind, weiß ich natürlich nicht. Aber dieser Teich wird oft so von einer einzigen Kröte besetzt, was total niedlich ist. Von dieser Seite besser zu sehen, ich muss ihn auch mal wieder auffüllen. Es hat so viel geregnet und jetzt ist es trocken. Es ist wirklich irgendwie verrückt und ja, ihr seht, da ist ein kleines Stückchen Holz, schön mit Moos bewachsen. Wer auch immer da reinfällt, kann dann wieder rauskrabbeln. Gehen wir zu dem, was ich Gewächshaus nenne. Also hier haben wir so ein Dach drüber und hier Wände. Und Achtung, Achtung, hier sieht es ganz schlimm aus. Ich habe hier alles, was nicht vollgeregnet werden darf, reingestopft. Deswegen sieht es hier so aus, wie es aussieht. In irgendeinem Video werde ich euch mal das Aufräumen zeigen. Na, hier habe ich dann halt so ein paar Zierpflanzen noch dabei und hier werden dann die Chilis, nicht die Tomaten haben ja ihr Dach, hier werden dann die Chilis noch wachsen und vielleicht auch noch Gurke, gucken wir mal. Hier ist ein altes Aquarium, das kein Wasser mehr hält, habe ich so ein bisschen bepflanzt. Hier ist der Mini-Teich, das Krokodil kommt da noch raus, kommt in den großen Teich rein. Wollen wir mal gucken, könnt ihr die Schnecken sehen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe einige Yoda-Schnecken hier drin. Und auch einige Posthörner aus dem großen Teich, nicht aus dem Aquarium. Nee, sieht man nicht so wirklich hier. Ein Jodalein, eine Spitzschlammschnecke. Okay. Dann, hier haben wir schönen Blick in den Garten. Und hier meine Schlauchpflanze, die ich natürlich auch noch dann schön ausdünnen muss, damit es dann nicht so, ja, damit sie dann wieder gut wachsen kann. Allerdings lasse ich die noch in Ruhe. Wenn ihr die überwintern wollt, was eigentlich sehr, sehr gut geht, sorry, der Verkehr, ich glaube, das hört man auf der Kamera. Das Überwintern funktioniert sehr, sehr gut. Man muss ihnen nur immer eine Schicht Wasser gönnen. Also das habe ich gemerkt, dass die wirklich richtig nass stehen. Das soll man ja eigentlich bei Pflanzen nicht machen. Aber bei den Sumpfpflanzen ist es tatsächlich wichtig, dass es nicht durchfriert, sondern dass halt die Oberfläche dann frieren kann. Und darunter können die Wurzeln der Pflanzen weiterleben. Da hinten ist Platz zum Anziehen und hier noch so ein paar Sukkulenten. Und so sieht es im Gewächshaus aus und muss dringend aufgeräumt werden. Dann gehen wir wieder raus. Und hier ist einfach so der Platz zum Sitzen. Hier wird weiter ein paar Blümchen oder so sein.
Und dann gehen wir einmal hier weiter. Was ihr da hört, ist eine große Taube. Die hat sich hier gerade aufs Dach gesetzt. Hallo? Das Futterhaus. Und gehen wir hier nochmal rum. Hier sind wir wieder bei dem Kräuterbeet. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich kann nicht so vernünftig filmen, weil ich natürlich die Nachbarschaft nicht filmen möchte. Hier ist eine Kiste, die nehme ich immer für Salat. Da muss ich natürlich auch sauber machen, aufdüngen und so weiter. Aber hier ist schön sonnig und hier wächst dann der Salat. Und in diesen Kübeln ist auch Topinambur drin. Muss ich auch noch von Unkraut befreien. So, hier sind ein paar Überlebende vom letzten Jahr. Zwiebeln. Eine große Stockrose, die sich hier auch angesiedelt hat, ist, glaube ich, jetzt schon das dritte Jahr. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen alt. Darf hier gerne wachsen, das ist kein Problem. Das Gemüse hat dann halt weniger Platz, das ist auch mal okay. Ja, und hier, das war Kapuzinerkresse. Das lasse ich immer alles so ein bisschen stehen und mache die Beete dann im Frühjahr sauber. Und hier haben sich Erdbeeren rübergeschlichen, denn eigentlich ist das hier das Erdbeerbeet. Und das ist auch eigentlich nur noch sauber zu machen. Ich habe hier zwischen auch noch ein paar Kornblumen und ein paar Ringelblumen auch. Und das ist immer ganz nett so, die Erdbeeren mit den Ringelblumen zusammen. Ob das jetzt wirklich die ideale Kombi ist, kann ich euch gar nicht sagen. Aber hat letztes Jahr sehr, sehr funktioniert und sah auch richtig schön aus. Jetzt muss ich mal von hier, von der Seite so filmen. Also das sind die drei Hochbeete hier vorne auf dem Hof. Und dann gehen wir weiter nach hinten. Und ja, hier der Blaubeerbusch kommt auch. Das dauert ja immer so ein kleines bisschen. Hier ist weiter kein Gemüse drin, Fahne und so. Die Feuerstelle und der Teich. Hier habe ich auch kein Gemüse. Vielleicht zeige ich euch mal das Topinambur-Beet. Aber hier, das muss ich auch wieder so komisch filmen, ist das andere Hochbeet. Völlig wüst. Ich habe das mit Absicht halt zum Schutz alles drauf gelassen. Und das dauert auch noch, bis ich das abtrage. Und dann, wie gesagt, wieder aufdünge. Selbst hier haben sich ein paar Erdbeeren angesiedelt. Und ich habe auch hier, wenn ihr das seht, auf dem Boden dazwischen, diese kleinen Wilderdbeeren. Hier sind sie gut zu sehen. Und die sind ja zuckersüß und super lecker. Wenn ich dann hier sitzen kann, was ich auch übrigens noch sauber machen muss, dann kann man hier wunderbar auch Erdbeeren naschen. Ja, und der Teich wacht so langsam auf. Also als erstes antike Tier habe ich die Schnecken gesehen. Ich weiß nicht, seht ihr die? Wahrscheinlich nicht, ne? Da ist eine sehr, sehr große Joda dort. Und die kommen so langsam an die Oberfläche. Das ist aber alles noch so ein bisschen, hier haben wir auch. Und die sind wirklich groß. Die sind riesig. Und auch die Posthornschnecken hier drin sind mega groß. Hier ist noch eine Joda. Da seht ihr sie. Also die kommen jetzt so langsam an die Oberfläche. Fische habe ich noch nicht gesehen. Ich habe hier drin ja keine Zierfische, sondern nur Modalieschen. Und die sind auch einfach die idealen Fische für so Naturteiche. Denn hier ist ja keine Pumpe oder irgendwas. Ich hole nur im Frühjahr immer so ein bisschen was raus an Algen, die sich bilden. Denn manchmal sind die Algen schneller, als es die Pflanzen sind. Da muss man immer so, das ist immer so eine kritische Phase im Frühjahr für den Teich. Da muss man immer ein bisschen gucken. Aber an sich ist der Teich so groß und so voller Pflanzen, dass der sich wunderbar selber hält, ohne dass ich da viel eingreifen muss. Und so war das auch geplant. Und hier könnt ihr sehen, wie groß die sind. Also im Verhältnis könnt ihr jetzt das noch nicht sehen, aber ich glaube so mein Finger. So, also die sind schon groß und im Sommer sind die noch größer. Und hier sehe ich gerade ein Haus von einer Posthornschnecke. Und das ist noch so die mittlere Größe, die so im Teich vorkommt. Der Reiher steht hier tatsächlich zur Abschreckung, denn ich bin hier sehr nah an Feldern dran. Ich höre jetzt hier auch gerade arbeiten, also ich bin hier auf dem Land. Ja, und der Reiher steht hier tatsächlich zur Abschreckung, weil ich weiß nicht, ob es hilft oder nicht. Den habe ich einfach mal bekommen. Und auch die Enten, denn ich habe auch manchmal Enten hier am Teich, denn die holen sich schon alles raus, also so an Pflanzen
und schrecken alles auf und wühlen halt auch alles auf. Deswegen habe ich das hier, weil ich auch nicht möchte, dass meine Fische komplett weggefressen werden. Und ich, was ich aber schön finde, ab und zu mal, ganz selten, aber ab und zu sehe ich auch hier einen Eisvogel. Und der sitzt dann, kann ich das filmen? Ich muss immer vorsichtig sein. Der sitzt dann hier oben drauf und kann dann wunderbar in den Teich gucken. Das ist total toll. Jetzt gehen wir rüber zu dem nächsten Beerenbeet. Hier sind Erdbeeren und ich wollte gerade Preiselbeeren sagen. Was sind Cranberries? Cranberries habe ich hier. Die vermehren sich hier auch gut, wachsen so hier rüber. Und auf dieser Seite sind es mehr Erdbeeren. Und ja, dieses Jahr, die sind schon ziemlich alt. Ich weiß nicht, ob ich die mal jetzt austauschen muss. Ich glaube, die sind jetzt schon im vierten. Vielleicht ist das sogar schon das fünfte Erdbeerjahr in diesem Beet. Und irgendwann, ja, hi Bilbo, irgendwann muss das dann ja mal doch ausgetauscht werden, weil die nicht mehr so viele Früchte tragen. Aber eigentlich esse ich auch eher aus dem anderen Beet. Und hier ist es dann doch wieder mit den Schnecken halt so ein Problem, was so in den letzten Jahren echt vermehrt aufgetreten ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Gegenden ist. Könnt ihr ja gerne mal schreiben. Ich habe immer das Gefühl, das Schneckenproblem wird schlimmer. Ich habe sogar mal versucht mit Tigerschnägeln. Ich habe die im Internet bestellt bei einer Tigerschnägelfarm. Wusste ich vorher auch gar nicht, dass es das gibt, aber man kann die kaufen und dann aussetzen. Und ich habe hier auch einen Totholzhaufen und von dort aus können sie dann überall hin. Und keine Ahnung, was hier noch so lebt. Also auf jeden Fall gibt es hier Eidechsen in diesem Garten. Wenn im Sommer die Sonne scheint, sieht man sie auch teils auf den Steinen, aber sehr selten. Da muss man wirklich leise sein. Und wenn der Hund vorher in den Garten stürmt, dann sieht man sie sowieso nicht. Aber sie sind da. Und natürlich wohnen im Teich, das habe ich ganz vergessen zu sagen, auch die Kammmolche. Dann hier rüber, das ist das Topinambur-Beet. Da ist noch nicht viel zu sehen. Ich habe ja schon, das war sehr früh, aber es ging einfach organisatorisch nicht anders, den Kompost gesiebt, weil ich im letzten Jahr echt durch den Regen so angepisst war, dass ich wirklich den Kompost ein bisschen vernachlässigt habe. Ich habe da auch große Stücke drin gehabt. Ich habe da Stöcker teilweise drin gehabt. Und dann musste ich richtig ja mehr oder weniger sieben. Ich bin da dann wirklich mit so einer Mistgabel durch. Und das war richtig anstrengend und richtig viel. Das möchte ich in diesem Jahr ein bisschen optimieren und besser machen. Und der Topinambur, der braucht ja nicht gar nichts machen. Der hat jetzt hier so ein bisschen vom Kompost abbekommen. Da sind bestimmt viele Sämereien drin von Unkraut, aber es ist auch völlig egal, denn der wächst so hoch und dicht, dass da weiter also gar nichts dann durchkommt. Also das wird gar kein Problem sein. Wenn der da einmal groß genug ist, habe ich davon keinerlei Arbeit mehr. Und wenn ich mich hier so umdrehe, könnt ihr hier einmal das Hummelhaus sehen. Das bekommt morgens richtig schön Sonne und ist aber leicht so beschattet. Und da werden wir auch noch mal reinschauen. Es hat eigentlich ganz gut geklappt, ob die Milben hatten oder nicht, weiß ich nicht. Aber seit ich das habe, ist es immer besetzt, auch so im ersten Jahr. Im ersten Jahr hatte ich es in die falsche Richtung gestellt, da war das hier. Und seitdem ich das dann umgedreht habe, seitdem ist wirklich jedes Jahr und jetzt bestimmt schon seit 5 Jahren immer besetzt. Wenn ich mich jetzt hier umdrehe, dann habe ich hier meine Kompostecke. Der könnte natürlich noch schöner gesiebt sein, aber ich bin schon mal zufrieden. Und hier könnt ihr euch vorstellen, war alles voll, also wirklich richtig hoch. Das habe ich jetzt alles weg. Und dann habe ich hier so ein bisschen Platz, kann wieder was lagern und kann mich hier auch mal bewegen. Ja, und so sieht der Garten aus. Und ja, so viel Platz für Gemüse ist also gar nicht, wie ihr seht. Es gibt halt die drei kleinen Hochbeete vorne und hier drüben das größere Hochbeet. So, ich habe jetzt alles, was ich so brauche, da. Ich habe hier meine Pflänzchen, ich habe meine Erde hier. Ich benutze immer gerne solche normalen Töpfe. Das sind wirklich so die Baumarkttöpfe, in denen man Pflanzen kauft. Die bewahre ich immer auf. Und da habe ich kein System oder sowas gekauft, was sicherlich einfacher zu handeln wäre. Aber bei der Menge, die ich habe, braucht man das überhaupt nicht. Also gerne die benutzen, immer wieder benutzen, bis es nicht mehr geht. Und dann kommen die alle auf so ein Tablett, diesen ausrangierte Tablett. Stelle ich einfach drauf.
wenn ich die dann gieße, dass es sich nicht übergießen kann, weil die Tabletts ja so einen Rand haben. Ihr merkt schon, ich benutze Tabletts für alles Mögliche, auch in der Aquaristik. Und natürlich meine Gabel, mein liebstes Werkzeug. Damit kann ich die Pflanzen nämlich, ohne sie zu verletzen, so aushebeln. Zeige ich euch gleich. Und dann geht es einfach auch schon los. So, jetzt noch einmal von nahen, eben ist die Kamera ausgegangen, keine Ahnung, wie viel ich jetzt drauf hatte. Also dieser Topf ist ganz locker mit Erde befüllt, da piekse ich halt ein Loch mit dem Pikierstab rein, kann man auch mit dem Daumen machen, völlig okay. Und dann hebele ich einfach mit der Gabel die Pflanze so raus. Und das war's. Also da habe ich überhaupt keine Wurzeln berührt, noch nicht mal. Kann ich jetzt einfach so nehmen und locker so hineinstecken, dass es unten dann wirklich auch schon fest ist, das merkt man. Und dann die Erde von der Seite dran schieben, bisschen festdrücken und das war's. So sieht das Ganze dann aus und dann kommt das hier zu meinem anderen auf das Tablett und das heißt das, was ich eben gemeint habe, hier ist so ein Rand und wenn ich dann etwas zu viel gieße, dann läuft das Wasser hier unten rein. Ich gieße nicht von unten, was am idealsten wäre, aber weil ich es halt drin stehen habe, möchte ich natürlich keine aufgequollenen Möbel bekommen. Wilbur und die erste Hummel in diesem Jahr. Ja, ist eine Hummel. Große Hummel. Vielleicht kommt die sogar aus unserem Hummelhaus. Wer weiß. So sieht das Resultat aus. Die Tabletts kommen jetzt ins Haus. Da werden sie auch angegossen, sonst wird das so eine Kleerei, wenn ich die nassen Tabletts hochtrage. Und ich räume hier dann erstmal auf, denn so langsam wird es auch kalt. Die dürfen hier jetzt oben noch ein bisschen die Abendsonne genießen, bevor sie reingehen. Und ich gieße jetzt einmal an. Ich besprühe sie nicht, sondern ich gieße wirklich richtig, damit die Wurzeln auch einmal wirklich gut umspült werden. Das ist sehr wichtig. Oh, ihr seht, die sacken noch nicht mal richtig ein, weil da noch so Hohlräume drin sind. Ich habe die Erde ja nur ganz locker gemacht. Und ich gieße jetzt einmal kräftig an. Und die nächsten Male werde ich natürlich nicht mehr so stark gießen. Aber am Anfang ist das immer einmal ganz nützlich, habe ich so gemerkt. Und danach muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Gießen. Aber so funktioniert es. Zumindest für mich. Ich will hier überhaupt kein Anleitungsvideo machen. Das wisst ihr hoffentlich. Ne? Ich zeige hier einfach nur, wie ich es mache. Und bei anderen klappt es wahrscheinlich ganz anders. Und viele Leute kennen sich sehr viel besser aus als ich. Ich zeige hier einfach nur ein bisschen, wie ich es mache. Als nächstes schauen wir mal in meine Schatztruhe. Da ist es nämlich mein Saatgut drin. Das ist meine Saatguttruhe und ich habe hier auch schon Zettel und Stift zurechtgelegt. Und jetzt gucken wir mal rein, denn sie quillt wirklich über. Ich kann nicht alles verwenden, aber einiges ist wie gesagt schon ein bisschen älter und sollte dann jetzt auch mal dann benutzt werden. Ich habe nämlich auch tatsächlich die Prinz Czerny Tomate. Das ist übrigens Saatgut aus einer Tauschbox von der Hummelkaiserin, falls ihr sie kennt auf Instagram. Das Saatgut von den Chilis habe ich da auch her und von der Paprika tatsächlich auch. Also das ist eine Tauschbox, die herumgeschickt wird und jeder kann was hineinlegen und was anderes dann wieder herausnehmen. Und ich habe zum Beispiel auch die Prinz Czerny da rausgeholt. Aber es ist schon von 2021, also mal schauen.
Eigentlich müsste es aber zumindest ein paar Pflänzchen geben. Ich verlinke euch die Hummelkaiserin einmal hier unter dem Video in der Infobox. Ich weiß gar nicht, ob sie auf YouTube ist, aber ich verlinke auch auf jeden Fall die Instagram-Seite. Ja, und hier habe ich noch mal ein paar von meinen Tomaten vom letzten Jahr. Bin ich mal gespannt, was das wird. Probiere ich einfach aus. Angebrochener Schnittsalat. Ich habe hier noch mal Sellerie von Demeter. Buschbohnen wollte ich dieses Jahr unbedingt. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich welche habe. Vorhin hatte ich schon mal in die Truhe hineingesehen. Hat mich ganz so gefreut. Also ist für den Mai dann dran, die Buschbohne. Und hier diese Radieschen. Ich bin selber kein Radieschen-Fan, aber ich habe einige Besucher, die gerne Radieschen essen. Also sind Radieschen auch immer dabei. Und es ist auch immer die Kornblume bei mir im Garten. Die sieht sich da zwar selber aus, aber ich sehe auch immer noch mal ein bisschen nach, damit ich sicher gehen kann, dass auch wirklich Kornblumen im Garten sind. Die muss ja jetzt auch bald, na, auch im Mai. Ja, es ist ja auch die Schafskälte, die dann halt noch kommt. Also ich sortiere jetzt erst einmal so ein bisschen nach Freilandaussaat und nach Gewächshaus, also drinnen. Und dann sortiere ich nochmal nach der Reihenfolge, wann was dran ist. Es sieht kein bisschen sortiert aus, aber es ist sortiert, bitte glaubt mir das. Also ich habe hier einmal die Sachen, die ich nach drinnen aussehen muss. Also hier März drinnen steht hier. Das sind einmal die verschiedenen Tomaten, alle möglichen Sorten. Schoko, Prinz Czerny, Salattomate. Die habe ich letztes Jahr genommen. Das ist German Strawberry. Und dann habe ich das ja mit den Küchentüchern ausprobiert, mit dieser Fleischtomate. Keine Ahnung, ich fand das jetzt doch nicht so gut. Ich hatte sonst immer die Mühe gemacht, die Samen wirklich, ja, so ein paar drin, die Samen wirklich dann so einzeln da rauszupulen und zu trocknen. Ist irgendwie netter, als jetzt dieses Gematsche zu haben. Mal gucken, ob das was wird. Und dann habe ich hier zum allerersten Mal die weiße Gurke. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie eine weiße Gurke jemals in meinem Leben gesehen, glaube ich. Muss ich mal googeln, oder vielleicht kennt ja jemand von euch. Kann man die essen? Schmeckt die? Wann sehe ich die aus? Also Gurke denke ich auch so früh wie Tomate. Und auch mit den Sonnenblumen fange ich ganz früh an. Das kommt auch schon bald dran, denn ich möchte wirklich kräftige, schöne Sonnenblumen in den Garten setzen können, dass die Schnecken da vielleicht mal nicht so wirklich rankommen. Ich bin mal gespannt. Also letztes Jahr war das wirklich, wirklich traurig. Ich glaube, ich hatte 3 Sonnenblumen oder so. Das war richtig schade. Also das ist alles der März drinnen. Dann haben wir März draußen natürlich die Radieschen, die verschiedenen. Und dann habe ich hier eine Menge, ja, so hier Wiesenflockenblume, großer Wiesenknopf, Wegwarte, kleines Herzgespann. Das hatte ich mal aus dem Garten entnommen. Wilde Möhre und auch Mohn. Und da bin ich mir bei einigen gar nicht so ganz sicher, ob die sogar Frost brauchen. Das muss ich mal googeln. Eigentlich sind es ja immer wiederkehrende Pflanzen. Und das ist immer so die von denen ich Samen nehme, genauso wie die Kornblume, die sehe ich aber später aus, einfach um sicher zu gehen, dass ich sie wirklich dann im Garten habe. Und einige halt aus der Tauschkiste. So, das ist dann März draußen. Dann haben wir April draußen. Das ist dann hier einmal Schnittsalat. Habe ich hier auch schon mal angefangen. Habe aber noch eine Packung hier. Ich glaube, das ist halt was, was man immer wieder nachsehen kann. Ach ja, Artischocke weiß ich auch nicht genau. Artischocke muss man bestimmt auch muss aufpassen, dass die keinen Frost bekommt. Muss ich auch noch mal googeln. Dann natürlich Möhre und verschiedenes Basilikum. Ich habe hier Thai-Basilikum, Muscatella, Salbei. Irgendwo habe ich noch ein Basilikum. Ach ja, hier Limonen-Basilikum. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, welcher Monat so. April, Mai kommt dann das Basilikum dran. Kann auch später sein. Mal gucken. Und Zucchini werde ich im Gewächshaus vorziehen. Kommt dann in einen großen Kübel auf dem Hof.
Da ist es am besten vor den Schnecken gesichert. Und Buschbohnen wollte ich gerne in eines der Hochbeete setzen. Wahrscheinlich das Hochbeet, wo die große Stockrose drin ist, dass die dann da so ein bisschen runterwachsen können und die Stockrose halt nach oben. Dann habe ich hier nochmal Sellerie. Wahrscheinlich werde ich keinen Sellerie anbauen. Ich bin nicht sicher. Habe ich halt hier einfach noch. Ist auch jetzt für April draußen. Na, hier Zettel hin. April draußen. Weiß ich noch nicht, ob ich Sellerie mache. Keine Ahnung. Und dann habe ich hier noch Sachen, die dann später für den August draußen sind. Feldsalat, Red Giant, so ein Asiasalat ist das, glaube ich. Verschiedene Feldsalate und hier habe ich noch Spinat. So sieht es doch schon sehr viel besser aus. Ihr Lieben, das war mein kleines Gartenstart-Video. Danke, dass ihr mich bis hierher begleitet habt. Wir gucken natürlich noch in den kommenden Videos ab und zu mal weiter in den Garten. Da habe ich das letztes Jahr ja sehr vernachlässigt und euch gar nicht so richtig mitgenommen. Aber es hat so geregnet, wie gesagt. Ich freue mich sehr auf dieses kommende Gartenjahr, auf die neue Saison. Und wir sehen uns im nächsten Video, meine Lieben. Ach ja, und falls ihr das Video jetzt wirklich am Sonntag guckt, an dem es rauskommt, heute Abend um 20 Uhr gibt es einen Livestream auf dem Mini-Bäck-Kanal. Da gibt es einfach so einen ganz entspannten Garnelen-Talk um 20 Uhr heute Abend. Wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne auch da vorbei. Bis bald.